Machen wir Trainingsvlog heute wieder mit? Hi, Victoria. Victoria. Und? Nee, den zeigen wir nicht. Philippe, hast du dein Springseil dabei? Ja. Ey, du musst dir gleich angucken, wie der sich aufwärmt. Du bist fettleibig. Wir treffen uns hier wieder, Victoria. Ja, bis gleich. Ah, Digga, die 69 ist so belegt, Digga. Schon gar keinen Bock mehr, Digga. Ah, scheiß drauf, Digga. Hab ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, viele Leute kennen das, wenn man so seinen eigenen Spind hat, oder? Hallo. Also, die 100, Philippe! Ich muss sagen, ich bin heute gut drauf. Wir haben Montag, der wievielte ist heute? 19. Februar. Ich habe irgendwie Bock zu trainieren. Vielleicht liegt es aber auch an Victoria. Nein, es liegt. Bro, es liegt an dir. Du willst ja abnehmen, ne? Abnehmen? Meintest du doch. Du hast mir das gesagt. Sehe ich aus, als ob ich abnehmen möchte? Ey, bitte. Wir fangen gerade mit dem Trainingsvideo an und jetzt kommt die noch mit abnehmen. Ach, du willst Werbung machen gerade? Nein, ich wollte dir das schenken. Das Protein-Demo. Wirklich? Ja, das schmeckt super lecker. Du bist ja die allerbeste, danke. Also kannst mal testen. Hast du einen Code? Sag deinen Code. Code Vicky. Sagt man zu dir Vicky? Ja, ja. Aber Vicky ist so für Freunde. Vicky, wir dürfen sie Vicky nennen. Heute sind wir Freunde. Ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass ich was geschenkt bekomme. Grüße an alle anderen. Es gab kein Gastgeschenk. Ja, Philippe, du bringst deinen Schweißgeruch jedes Mal mit, ey. Ich bin gespannt, was du vorhast. Das frage ich mich auch jeden Tag, was ich vorhabe. Was trainieren wir mal wieder? Arme, selbstverständlich, ne? Beine? Guck mal. Ja, sieht doch schon gut aus. Schon krasse Waden. Eine Gigaschlank und Waden, Sander, Wahnsinn wie die Madel. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Passen, da brauchst du nicht gucken. Wir trainieren Bizeps, Rücken. Trainierst du Bizeps? Selten. Selten? Ja, ja. Ich muss sagen, wir haben aber wirklich heute das bezauberndste Lächeln, was wir hier jemals hatten im McFit. Guck. Ich? Bei uns ist immer wichtig, viel Gewicht, unsaubere Ausführung. Ach du Scheiße, Carsten. Oh, ist das ein Kacktag heute. Oh mein Gott. Wie viel soll ich so nehmen, denkst du? So wie du sportlich aussiehst, habe ich nicht das Gefühl, dass du mir Fragen stellen solltest. Du kannst mich echt fragen, so ja, wie viel Liter Bier und wie schnell soll ich so eine Säule ächzen? Du hast aber auch die richtigen Fingernägel für dieses ganze Business hier, ey. Das fragt mich jeder, aber ich komme damit super klar. Echt? Ja. Vielleicht sollte ich meine auch mal wachsen lassen. Grüße von Tim, er betreut mich ja offiziell. MCI-App. Mit dem Code MARK bekommt ihr wirklich immer maximalen Rabatt. Wir machen diese Fitnessvideos nur, um Promotion zu machen. Ich versuche gleich den ganzen Turm zu nehmen. Ah, okay. Gönn mir doch einmal diesen Moment, wie ich gleich hier wieder scheitere. Guck mal, wenn du Philippe schon siehst als Trainingspartner, dann weißt du schon, hier ist alles kacke. Oh, Digga. Manche laufen so und manche springen. Dipsi, Dipsi. Ja, genau. Und manche machen ja auch so. La, la, la. Ja, besser als du, Philippe. Ich sehe gar nichts. Philippe hat trainiert. Er hat wirklich trainiert. Wir gehen dir mal an, wie stolz er ist, auch mit diesem Doppelschlag. Guck mal, was für ein Lachen. Der Junge ist wirklich glücklich. Nicht verheiratet, keine Kinder, aber er hat sein Springseil. Oh Mann, ich bin mir nicht sicher, ob heute der ganze Turm geht beim Bizeps. Scheiße, Bizi. Warum ist da keine 69 dann drauf? Die war schon vergeben. An wen war die wohl vergeben? Wir sind wirklich wie so 18-jährige Vollidioten. Boah, Alter, Rücken tut schon weh, alles scheiße. Ach du Scheiße. Ja, kannst nichts sagen. Die 70 gehen doch leicht. Ich glaube, wir machen den ganzen Turm gleich weg. Ja, beim nächsten Satz, würde ich sagen. Stell dich nochmal vor, Vicky, für die Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, dieses bezaubernde Lächeln, dieser wunderschöne, nette Charakter. Also, ich bin Vicky. Ich mache super viele Fitnessvideos, halte aber alles authentisch. Also, bei mir ist nichts 100% perfekt. Ich sag dir, das hast du richtig gut gesagt, als ich gehört habe, es ist nicht alles perfekt, habe ich mich angesprochen gefühlt. Du warst auch mal dünner. Bitte deinen Mund. Was sind sonst deine Hobbys außer Fitness? Tanzen. Wirklich? Nein. Aber so mehr twerken, tanzen. Echt? Oh. Philippe, komplett wieder auf. Das sag ich nie, weil dann genau so eine Reaktion kommt. Wie alt bist du? 23. Wer da nicht, also ich sehe schon, Philippe ist schon jetzt in die DM geslidet. Ich glaube, sie bringt dir gleich nochmal twerken bei, Brudi. Alles gut. Boah, mir ist ganz schön warm. Ja, das liegt am Philippe seiner Track-Einlage gerade. Kannst du mir bitte einmal freundschaftlich helfen? Könntest du den Stab einmal bitte nach ganz unten reinmachen? Ja, klar. Ich mach doch einen Spaß, Digga. Wichtig hierbei, unsaubere Ausführung. Das Gewicht hebe ich beim Masturbieren. Ach, Philippe. Ui, 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 ui. Oh. Ey, was soll ich dir sagen? Sehr stark, ich bin stolz. Komm, Philippe, wir machen noch mal eine Erhöhung, okay? Nee, 10er, komm. Ey, Bro, ich bin echt ein heftig starker Typ, merke ich gerade. Ja, sehr gut, komm. Noch einer.
Kurz vorm Kotzen, ey. Guck mal, man denkt zu Kassen, wir eiern viel rum, aber wir trainieren auch sehr hart. Wird nur mal rausgeschnitten. Ich sehe bei Luca und Dave, sobald ich mal was reiße, cut, dann laber ich Scheiße, ist wieder drin. Vicky, geht's dir gut? Mir geht's super. Ich spüre hier schon meinen Bizeps wachsen. Hier, krass, oder? Kurzhanteln. Welche lachen uns richtig an? Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 40. Für dich? Ich hätte jetzt 42 gesagt, weil die da so schön liegen. Es geht um Curls. Schaffst du 30? 30er. Also wäre so mein Traum, dass ich die schaffe. Ich versuche 28 heute. Ich mache 24er jetzt. Unsauber aus dem Rücken. Ich könnte auch sagen, jetzt 40, sie wird sagen, du schaffst das. Genau, weil man denkt immer, man ist schlechter, als man eigentlich ist. Das Problem ist immer, ich denke eigentlich, ich bin besser, als ich eigentlich bin, gucke in den Spiegel und dann bin ich auf dem Boden der Tatsachen. Genauso ist bei Philippe, wenn er runterguckt. Das ist auch krass. Wenn du so, mach nochmal hoch, so, wenn du dann so eindrehst, dann merkst du, ja, dass der Muskel noch mehr kontrahiert. Wir dehnen die ganzen Rückenstrecker und den Quadratus einmal durch. Philippe, was ist schon wieder? Guck mal, der hat mehr sein Handy in der Hand als irgendeine Hantelscheibe. Und immer dieses Springseil noch. Also ich weiß nicht, was bei dir los ist. Hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbräuche sehen? Hä, das war doch mega. Ich mach 30, weil du heute da bist. Cool. Das freut mich doch. Ja, die müssen aber so sein, sonst geht's nicht. Das nächste Mal klappt schon besser. Ey, beste Trainingsmotivation. Sanduhrfigur? Ja, das heißt, du bist oben ein bisschen breiter und dann an der Taille bist du schmal und am Po wieder breiter. Ich habe eine Bierkastenfigur. Die gibt den heftigsten Pump und die machen wir schön in Kombo mit der guten alten SZ-Stange. Sieht aus wie so Mutter und Kind. Komm. Stark. Dann gehen wir hier ran an unserem Freund. Ziehst bis Mitte, dann hoch. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Mega, mega, komm, komm. Und los. Alles gut. Komm, komm, komm. Mega. Und langsam runter, ne? Das waren deine Worte. Langsam runter. Ja. Langsam, mega, boah, strong. Hey, baby, baby. Scheiße. Jetzt zusammen lassen, richtig zusammendrücken und hoch. Weiter, weiter, weiter. Komm, 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 zieh. Zwei Stück noch, komm. Und der letzte. Langsam. Oha, guck, sie ist eine Kämpferin. Beim Beintraining, wenn es richtig anstrengend ist, dann heule ich manchmal. Aber ich mach dann weiter. Wenn ich dich sehen würde, dann würde ich versuchen, dich zu trösten. Nein, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Aber du weinst, weil der Schmerz so krass ist? Ja, und weil ich denke, ich kann nicht mehr. Und dann später weine ich, weil ich froh bin, dass ich es geschafft habe. Ihr wollt ihr mal sehen, das war schon heftig. Marc, ich hole dich bald ein. Ja, das ist, bei mir ist auch nicht schwer, mich einzuholen. Sehr gut. Komm. Schaffst du? Ja, sehr gut. Wir sind alle stolz. Einfach zu Hause bleiben, ne? Ist angenehmer, ey. Nach so einem Abendding ist bei mir schon alle Lampen an, so wie nach einer Säule. Magst du so Mallorca? Ja, aber nicht Ballermann. Das ist halt gar nicht meine Musik. Ja, ist wie bei mir, ich mag's auch nicht so gern. Diese Mallorca-Musik da mit diesem Rumgesaufe da und Rumgegrille. La 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 la. Immer das Gewicht vom Vorgänger nehmen. Die Person hat sich ja was dabei gedacht. Jetzt schon ins Bett zu gehen, wird viel zu easy, zu easy. Ich hole mir auf die Hand, einen schnellen. Cheesy. Cheesy. Was ist dein Lieblings-Post-Workout mir? Also was ich vor dem Training esse? Nach. Post ist nach und Free ist vor. Ey, das war nicht gestaged. Ich bin halt wirklich so dumm, ne? Also ich trinke Kaffee, aber ich habe mir das so abgewöhnt. Bin ich flirty unterwegs? Null. Sag. Hey, nein, du bist voll cool. Siehst du? Leute schätzen nämlich immer alles falsch ein, weil die nur Videos sehen. Stört euch das, dass das Fenster offen ist? Es ist so warm und es liegt nicht nur an den Temperaturen. I got you. Aber du bist eine gute Trainingspartnerin. Mit dir kann man echt gut trainieren. Jetzt wirklich. Danke. Wollt ihr eigentlich mal ein Form-Update? Also, ist das interessant? Nee, ne? Will keiner sehen, oder? Also schreibt mal einfach in die Kommentare so wirklich Form-Update, wer bis hier geguckt hat. Von dir oder von sich? Von mir. Ich dachte, du willst, dass sie so Bikini-Bilder ein. Ach so, nein. So einer bin ich doch nicht. Und Freunde, ihr wisst, meine Umfragen schneide ich alle selber, aber diese Videos werden immer geschnitten von Luca und Dave. Und ich weiß immer ganz genau, wenn ich das sage, egal welche Szene nicht drin ist, aber die Szene ist immer drin. Kuss geht raus, Luca und Dave. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gibt. Auch im Namen von Vicky. Danke.
Philippe hat gerade gesagt, dass er sich ein bisschen in deine Augen verliebt hat. Ich? Wir waren in der Umkleide und Philippe so, boah, hat die schöne Augen. Hat er wirklich gesagt. Süß, danke. Ich glaube schon nach jedem Instagram gesehen. Es gibt immer diesen einen Freund, der direkt in diese DMs slidet, ne? Ja, wie viel Satz war das? Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich habe auch nicht mitgezählt. Ich immer vier. Ich habe mich auch von deinen Augen. Spaß, Carsten. Noch ein Satz? Willst du eng hier machen? Ach, ich helfe dir doch. Das hier ist gut für die Rückentiefe und breiter Latzug ist gut für euer Latt. Also alles, was aus. Du denkst gerade, wir schneiden den Mehrwert mit rein? Soll ich jetzt was Perverses sagen? Und dann hören die nämlich zu. Sehr gerne. Also eng ist immer gut. Also eng ist immer gut und jetzt wird gezogen. Grüße an Inscop 21, jetzt wird geisteskrank gezogen. Nein, das ist geil, das ist sehr, sehr geil. Es kommt echt mega, mega geil. Spann mal an jetzt. Ist nichts zum Anspannen. Spann mal an jetzt. Spann doch an jetzt. Ich wusste, dass dieser Joke kommt. Ja, sehr gut. Fühlt sich mal an wie die Superman-Übung. Superman! Mein Abi, ho! Weg der Sauer. Könnt ihr mal einblenden? Superman, oh. Mein Trainingshandtuch, Vitavate. Das ist richtig frisch. Willst du mal riechen? Ja, riecht frisch. Oder? Spritz mir mal auf die Hände. Uah. Freunde, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wir haben ein wirklich tolles Training gehabt mit der lieben Vicky. Danke nochmal für dein Gastgeschenk. Sehr gerne. Werde ich definitiv probieren. Kaktusfeige. Danke an Carsten. Danke an dich für die tollen Tipps hier. Code blenden wir wirklich ein. Wir blenden deinen Code ein. Sag. Wickes. Und ihr müsst die Riegel probieren. Schmecken richtig wild.